Hallo liebe Freunde dieses Kanals, kommt ein Böllerverbot durch die Hintertür im Dschungel der Corona-Verordnungen? Ich befürchte ja, alles dazu jetzt in diesem Video. Erst vor knapp 2 Wochen wurde ja das Böllerverbot gekippt, das heißt man hatte vor es einzuführen, dann hat man es nicht getan, dann hat man es eingeschränkt. Aktuell sah es so aus, dass man auf öffentlichen Plätzen das nicht machen darf, dass man sich nicht in den Gruppen treffen darf, um das zu machen und eigentlich in den Innenstädten komplett verboten. Kommt natürlich immer auf eure Stadt an, bei uns ist es verboten zum Beispiel auf allen öffentlichen Plätzen, aber im dunklen Hinterland, da war es noch erlaubt und jetzt sieht es aber aktuell so aus, als ob das Böllerverbot vielleicht durch die Hintertür kommt. Das ist nur so ein Gedanke von mir, ich will ihn mit euch kurz teilen und schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet, ob mein Gedanke einen Fehler hat oder ob da was dran ist. Ich glaube nämlich, dass man aktuell über Umwege eben versucht, jegliche Treffen außerhalb zu verhindern und das nicht nur an Silvester, sondern eben auch an den Feiertagen über Weihnachten. Wie komme ich da drauf? Markus Söder, der oberste Mann in Bayern, hat ja gestern wieder mal den Katastrophenfall ausgerufen. Ab diesem Mittwoch gelten neue Maßnahmen, das heißt, man wird Ausgangsbeschränkungen haben in ganz Bayern, man wird eine verschärfte Ausgangsbeschränkungen haben in Regionen und Bereichen, wo eben ein Inzidenzwert von über 200 gilt. Das sind tatsächlich sehr viele. Gerade in Bayern sind die Corona-Zahlen extrem hoch. Übrigens auch in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen. Aber Markus Söder ist ja als Hardliner bekannt und er ist jetzt da wieder mal vorgeprescht und versucht, seine Kinder in Bayern vor dem gefährlichen Coronavirus zu retten. Am Dienstag soll der Landtag noch zustimmen, aber das ist ja in heutigen Tagen gar kein Problem mehr. Die Parlamente haben ja eigentlich gar nichts mehr zu melden. Eine Opposition. Wo ist die überhaupt? Habe ich noch nicht gesehen. Also von daher ist die Zustimmung am Dienstag reine Formalität. Das wird durchgewunken. Markus Söder hat entschieden und dann ist das Thema erledigt. Genauso ist es auch in Baden-Württemberg. Auch dort hat man verschärfte Beschränkungen jetzt. Auch dort gibt es bei Inzidenzwerten über 200 Ausgangsbeschränkungen. Wenn ich mir das überlege, hättet ihr mir vor einem Jahr erzählt, Ausgangsbeschränkungen in Deutschland, hätte ich den Kopf geschüttelt und hätte euch einweisen lassen. Ja? Also dass wir so weit kommen, wow. Okay, wir sind jetzt da und jetzt kommen wir zum Böllerverbot. Denn es gibt jetzt immer mehr Bundesländer, die auf diesen Zug aufspringen, das hat man ja vorbereitet mit diesem neuen Inzidenzwert. Bund-Länder-Treffen, ihr erinnert euch vielleicht, es passiert ja ziemlich viel, aber da hat man entschieden, es wird ein neuer Inzidenzwert eingeführt und zwar die magische Zahl 200. Wahrscheinlich hat man gewürfelt und hat gesagt, ach ja, 200, es hört sich doch gut an. Da machen wir einen neuen Inzidenzwert und ab da werdet ihr eingesperrt. Denn dieser Inzidenzwert 200 wird von vielen Bundesländern herangezogen, um in Gemeinden mit eben einem höheren Inzidenzwert als 200 Ausgangsbeschränkungen zu erlassen. Bisher hat man sich auf die Abendstunden geeinigt, das heißt meistens von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens, zum Beispiel in Mannheim oder in Pforzheim ist das in Baden-Württemberg so. In Bayern gibt es jede Menge Orte, wo das jetzt so ist und dann darf man ab 21 Uhr abends nur noch aus einem triftigen Grund das Haus verlassen und tatsächlich ist diese erweiterte Ausgangsbeschränkung ziemlich heftig. In dieser erweiterten Ausgangsbeschränkung ist nicht mehr viel erlaubt, sodass man kaum noch aus dem Haus gehen darf und zwar ab 21 Uhr. Was ist da noch erlaubt? Anscheinend nach meiner Recherche Gang zur Arbeit, okay, wer halt nachts arbeitet, Gassi gehen mit dem Hund ist noch erlaubt und aus medizinischen Notfällen, alles andere ist nicht erlaubt und da bin ich bei meinem Böllerverbot. Wie soll ich denn an Silvester Böller loslassen, wenn ich mein Haus nicht verlassen darf? Denn Böllern ist als triftiger Grund leider nicht angegeben. Vielleicht wird es noch irgendwann ergänzt, aber momentan sieht es nicht danach aus. Ihr seht schon etwas Ironie im Spiel. Das heißt, ich denke, dass man über Silvester keine Ausnahme machen wird. Das ist in Baden-Württemberg übrigens schon Fakt. Da wurde das schon beschlossen. Von den Grünen übrigens, das ist lustig, die Grünen, die früher immer für Rebellion standen, dass praktisch der kleine Bruder der CDU und CSU macht eigentlich immer das Gleiche, schön konservativ, hat also in Baden-Württemberg gesagt, nein, an Weihnachten dürft ihr euch treffen, aber an Silvester ist gar nichts drin, ja? Naja, okay, also das heißt, Silvester ist schon ausgenommen von den Ausnahmeregelungen. Was passiert jetzt bei einem Inzidenzwert von über 200? Genau, geht fast automatisch, das wird natürlich schon bekannt gegeben, man hat das schon beschlossen auf der Bundeslandebene, ab da sagt man, okay, nächtliche Ausgangsbeschränkung, fertig. Bedeutet praktisch ein Böllerverbot oder sehe ich das falsch? Auch in Bayern ist das ja so. Und in anderen Bundesländern ist das teilweise auch so. Und das kommt jetzt immer mehr, weil die Zahlen gehen ja nicht runter. Der Lockdown funktioniert nicht und die Zahlen gehen nicht runter. Und das einzige Mittel, was man eben noch findet aktuell in unserer modernen, technologiefeindlichen Welt in Deutschland, ist die Ausgangsbeschränkung. Ganz einfach. Aus Panik vor dem Virus natürlich, aber das ich
hat sich irgendwie verselbstständigt, liebe Freunde, oder? So langsam wird immer mehr verboten. Irgendwann sitzen wir echt zu Hause und denken, ach, früher war es schön, da durften wir noch raus. Jetzt müssen wir alles in Virtual Reality machen, mit einer Brille auf. Wir dürfen nicht mehr spazieren gehen. Wir dürfen nicht mehr rausgehen, weil wir ja so viel Angst vor diesem Virus haben. Dann haben wir kein Leben mehr, aber wir haben ein Leben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Zum Glück gab es ja einen klugen Kopf in Deutschland auch, der einen Impfstoff entwickelt hat. Deshalb ist meine Hoffnung wirklich dieser Impfstoff. Auch wenn jetzt viele wieder schreien werden, das ist gefährlich. Aber seien wir doch mal ehrlich, wollt ihr so leben? Wenn wir uns nicht impfen lassen, was ist das Leben? Wir sind eingesperrt, alle 3 Monate gibt es einen Lockdown, keine Arbeit mehr, keine Jobs mehr. Und übrigens auch alle die, die sagen, ich habe ein festes Gehalt, ich arbeite für den Staat. Ja, aber der Staat, das sind wir. Und wenn die Leute keine Steuern mehr zahlen können, weil sie keinen Job mehr haben, dann dauert es ein paar Jahre und dann wird das auch kein Paradies mehr sein, sondern es wird auch kein Geld mehr da sein, um die Leute wirklich zu bezahlen. Also alles hat eine Konsequenz. Nochmal meine These zum Schluss. Nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr bis 5 Uhr. Keine Ausnahmeregelung an Silvester, so wie das sich in Baden-Württemberg abzeichnet und in Bayern. Ich glaube kaum, dass die konservativen Politiker sagen werden, oh, jetzt machen wir aber, damit die Leute Spaß haben an Silvester und böllern können, machen wir eine Ausnahme. Glaube ich nicht. Ja, das wird gesagt, okay, Ausgangsbeschränkung fertig aus und dann kannst du eben nicht raus und dann kannst du auch nicht böllern. Vielleicht, wenn du einen Garten hast. Vielleicht die einzige Möglichkeit. Was haltet ihr von dem Gedanken? Was denkt ihr dazu? Schreibt mir in den Kommentaren. Gebt mir ein Like, wenn euch das Video informiert hat und folgt meinem Kanal. Bis dann und behaltet den Kopf oben. Euer Alex.